Hallo meine lieben Freunde, wieder eine Woche vergangen und wir sehen uns wieder. Hoffe, es klappt auch heute wieder. Wir hatten ein kleines Problem am Anfang, aber es sollte sich wieder gelöst haben. Ich heiße euch herzlich willkommen, hoffe es geht euch gut, ihr hattet eine schöne Woche bisher und wir sind Gott dankbar, dass wir die Möglichkeit wieder haben, heute Abend miteinander sein Wort zu betrachten, uns wieder zu vertiefen in unser Thema über Probleme mit dem Plan A-Konzept. Wir werden uns heute Abend mit Fragen beschäftigen und mit Problemen, die wir in diesem Konzept, das wir jetzt bisher in diesen letzten Sendungen bisher aus diesem Buch besonders dargestellt haben, aus dem adventistischen Bibelkommentar, wo ich euch versucht habe zu zeigen, wie man hier in den 50er, 60er Jahren innerhalb der Adventgemeinde eigentlich eine sehr deutliche Konzeption hatte, ein sehr deutliches Konzept hat über einen ursprünglichen Plan, den Gott hatte mit Israel in alttestamentlicher Zeit und letztendlich auch in neutestamentlicher Zeit, und dass dieses ganze Konzept auch in die Richtung geht, das uns jetzt schon einige Zeit beschäftigt, dass wir es in der gesamten Weltgeschichte des Alten und des Neuen Testaments eigentlich mit einem Verzögerungskonzept zu tun haben, einer Verzögerung dessen, was Gott mit dieser Welt vorhatte, eine Verzögerung der Wiederherstellung aller Dinge, die durch die Sünde verloren gegangen sind. Wir haben von einer Verzögerung der Hochzeit gesprochen und einer Verzögerung der Aufrichtung des messianischen Reiches in alttestamentlicher Zeit und auch der Wiederkunft Jesu in neutestamentlicher Zeit. Und in dieser Richtung werden wir uns heute mit einigen Fragen beschäftigen, die wir ebenfalls an dieses Konzept stellen werden, das wir in diesem Buch haben und auch in diesem Konzept, das von Herrn Scheidinger hier übersetzt worden ist, also verwendet wird im Unterricht des Handbuch Propheten. Wenn ihr das auch selbst vielleicht schon in den Händen habt und ihr habt das vielleicht für euch schon einmal genauer durchgelesen, denn bisher hat nur eine Person angefragt, ob sie es haben kann. Also ich hoffe, dass ihr das schon, die anderen das schon irgendwo haben. Sonst, wie gesagt, wäre es empfehlenswert, wenn ihr das dann auch für euch habt und das kontrollieren könnt, was ich da euch versuche zu vermitteln. Ja? Wir werden uns mit den Dingen heute beschäftigen, mit den Fragen, die mit oder mit den Problemen, mit denen oder mit der Darstellung, so müsste ich sagen, mit Darstellungen in diesem Konzept, mit denen ich persönlich so etwas meine Probleme habe und wo das für mich in ein bestimmtes Plan A-Konzept nicht mehr so ganz hineinpasst und auch mit dem irgendwo in einen Konflikt steht, das ich auch von Ellen White kenne. Und auf das möchte ich gerne heute aufmerksam machen. Und wir werden uns da mit interessanten Zusammenhängen beschäftigen, die auch ihre Bedeutung haben werden und wo wir auch daraus hoffentlich noch ein deutlicheres Konzept, ein deutlicheres Verständnis finden können über das, was wir unter diesem ursprünglichen göttlichen Plan zu verstehen haben und vor allem, wie dieser ursprüngliche Plan, dieses ursprüngliche Konzept auch mit den Prophezeiungen von Daniel und Offenbarung in Verbindung zu bringen ist. Denn da gibt es ja ein gewisses Problem, auf das ich am Schluss in meiner Sendung das letzte Mal schon etwas aufmerksam gemacht habe, und wir werden das heute wieder dort an diesem Punkt fortsetzen. Ich darf euch einladen, dass wir noch unser Thema beginnen mit einem Gebet, und wir wollen dazu stille werden. Unser lieber Herr Jesus, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen
für die Möglichkeit, die du uns heute Abend wieder schenkst, dass wir über diesen Weg miteinander, über dein Wort nachdenken dürfen. Du hast uns die Bibel als Richtschnur für unser Leben gegeben. Du hast dieses Buch durch all die Jahrtausende uns erhalten. Du hast es durch Propheten inspiriert, eingegeben, niederschreiben lassen. Und trotz aller Bemühungen von Menschen in der ganzen Geschichte, dieses Buch auszurotten, es zu vernichten, es den Menschen irgendwo aus den Händen zu nehmen, du hast darüber gewacht und es ist heute ein Buch, das mehr verbreitet ist und mehr bekannt ist in dieser Welt als irgendein anderes Buch. Du wolltest der Menschheit hier wichtige Botschaften vermitteln, damit sie sich vorbereiten kann auf das große Ereignis, das vor uns steht, die Aufrichtung des Reiches Gottes, deine Wiederkunft, Herr Jesus, die du vor 2000 Jahren angekündigt hast und die du doch auch schon durch die Propheten ankündigen hast lassen, dass es einmal einen Tag geben wird, der ein Tag der Freude sein wird für die einen, weil er ein Tag der Erlösung sein wird und für die anderen ein Tag des Gerichts, weil es ein Gericht geben wird, wo die Entscheidungen endgültig getroffen werden, wer ewiges Leben haben möchte und haben wird und wer in der ewigen Verlorenheit sein wird. Wenn wir das wissen, wollen wir uns darauf vorbereiten und auch Menschen, die um uns sind, darauf hinweisen, was du uns durch dein Wort gesagt hast, was du mit dieser Welt schon längst vorhattest und auch heute noch vorhast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist auch an diesem Abend begleiten möchtest. Segne unser Studium und segne alle, die jetzt zuhören und zusehen und alle, die das dann später noch nachhören wollen. Wir danken dir für deine Gegenwart und für deine Hilfe, mit der du uns begleiten möchtest. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, also nochmal herzlich willkommen, die jetzt inzwischen dazugekommen sind. Ich möchte damit beginnen, und zwar mit dem letzten Zitat, das wir das letzte Mal das ich euch zumindest schon einmal vorgelesen habe, aber von dem ich meine, dass es notwendig ist, dass wir uns das noch einmal ansehen. Dazu eine kurze Einführung. Ich habe euch auf ein Bibelseminar aufmerksam gemacht, das 1982 in Darmstadt stattgefunden hat, zu dem Thema Prophetie und Eschatologie. Ja, Prophetie und die Lehre vom Ende. Und das hat 1982 stattgefunden. Und hier in diesem Buch, ja, gibt es eine Behandlung, also ein Studium, das ist da gemacht worden, dass auch das, was wir in diesem Bibelkommentar und in diesem Handbuch für Propheten von Heinz Schädinger, gerade in diesem ersten Teil, ja, der hier mit diesem Plan A-Konzept, der hier das Plan A-Konzept darstellt, wie es die Adventgemeinde bis in die 50er Jahre gesehen hat, das heißt also von 1844 bis 1950, 60 herein, bis sogar in die 70er Jahre, hat man diese Sicht, wie wir sie jetzt hier einige Stunden schon miteinander betrachtet haben, eigentlich generell gehabt. 1982, das war also etwa bei 30 Jahre oder 25 Jahre, nachdem dieses Buch, dieser Bibelkommentar hier geschrieben worden ist und dieses Plan A-Konzept dort als Einführung zu den Propheten veröffentlicht worden ist, hat hier ein Theologe, der von der Generalkonferenz damals auch berufen war, und der war damals, soweit ich weiß, auch an der Andrews-Universität Professor, Professor Dr. William Johnson, ja, ein sehr versierter Mann. Ich habe ihn selber mal in einem Extension-Kurs gehabt zu einem interessanten Thema über die Rechtfertigung aus dem Glauben. In Cologne war das, als ich damals von Afrika zurückgekommen bin, also so 1981 etwa.
und habe ihn auch persönlich kennengelernt. Ein sehr wirklich gut informierter Bibelkenner und eine sehr gute Art, ein sehr netter Professor auch, den ich sehr geschätzt habe und den auch immer noch schätze, wenn ich so Artikel von ihm lese. Und er hat hier einen Artikel in diesem Buch über und zwar mit dem Titel Konditionale Prophetie. Das heißt, konditionale Prophetie bedeutet die bedingte Prophetie. Und er hat sich in diesem Artikel und in dieser Studie, in dieser Präsentation, die er uns dann dort in Darmstadt auch präsentiert hat, hat er sich auch mit diesem Artikel auseinandergesetzt, das heißt mit diesem Plan A-Konzept, das wir hier in diesem Bibelkommentar haben. Und er hat unter anderem hier in diesem Artikel so einige Anmerkungen gebracht, ja, die möchte ich euch jetzt vorlesen, und für die, die im Chat sind, die können das jetzt auch schrittweise mitlesen. Und zwar schreibt er zunächst einmal hier an einer Stelle: Es ist eine unleugbare geschichtliche Tatsache, dass sich bis zum heutigen Tage die Mehrzahl der Vorhersagen der alttestamentlichen Prophezeiungen nicht erfüllt haben. Damit meint er die Mehrzahl der Prophezeiungen, die wir in den Büchern außerhalb des Buches Daniel finden. Das heißt, wir müssen feststellen, dass alles bis ins letzte Detail, was im Buch Daniel beschrieben worden ist, in den Visionen von Kapitel 2, von Kapitel 7, von Kapitel 8 und dann die Vision von Kapitel 11 bis 12, dort, das sind die großen historischen Visionen, wo der Prophet Daniel von Gott die Einblicke bekommt in verschiedenen Bildern, vom Ablauf der Geschichte, angefangen vom Königreich Babylon, also zur Zeit des Nebukadnezars, bis zur Wiederkunft Jesu. Diese vier Visionen im Buch Daniel berichten uns alle mehr und mehr von 2 bis 7 bis 8 bis 11 und 12, immer mehr Details über den Ablauf der Geschichte und immer mehr Details für vor allen Dingen über die Endphase der Geschichte. Jeder, der das Buch Daniel studieren wird, der wird drauf kommen, dass das Buch, dass zum Beispiel das Kapitel 2 mit der großen Statue des von Gold, Silber und Bronze und Kupfer und Eisen und Ton die Füße, dass dieses Standbild von Daniel einmal einen groben Überblick über die Weltgeschichte gibt, von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann das geteilte Europa bis zur Wiederkunft Jesu, die durch den Stein dargestellt wird, der auf diese Statue fällt. Ja? Ein grober Überblick. Dann kommt Kapitel 7, wo der gleiche Zeitraum, die gleiche Geschichte von Babylon bis zur Wiederkunft Jesu in diesen Bildern von einem Löwen, von einem Bären, von einem Panther, von einem gräulichen Tier, auf dem dann 10 Hörner wachsen und dann noch ein kleines Horn wächst, ja, das dann gegen die Heiligen kämpft. Auch wieder eine detaillierte Beschreibung der Weltgeschichte. Und dann kommt Daniel 8, wo dann der Ziegenbock kommt und dann die vier Hörner, die da auf diesem Ziegenbock kommen, der da ein Horn hat, und dann die Hörner werden ihm ausgerissen und dann entsteht dort wieder ein kleines Horn, das da wächst dann in alle Himmelsrichtungen und wieder gegen Gott, gegen sein Volk und dort speziell auch gegen das Heiligtum Gottes geht, und wo dann in Daniel 8 beschrieben wird. Und vielleicht schlagen wir uns diesen Text etwas auf, in Daniel Kapitel 8, den können wir jetzt vielleicht gleich da mit hereinnehmen, weil das sich auch etwas mit dem, weil das auch mit dem Thema etwas zu tun hat, das wir heute ja behandeln. Und zwar geht es hier um dieses Wirken des kleinen Horns, was ja eine antichristliche Macht ist, und schon von den Reformatoren herauf hat man in diesem kleinen Horn nichts anderes als das Papsttum gesehen, was natürlich heute sehr umstritten ist. Heute wird kein protestantischer Ausleger mehr auf die Idee kommen, Daniel 8, das kleine Horn hier zum Beispiel mit dem Papsttum in Verbindung zu bringen. Ja, da kommen ganz andere Erklärungen mit ins Spiel. Ja. Aber wir als Adventisten sind wir immer noch bei dieser Auslegung der Reformatoren, und wir haben gute Gründe dafür, warum wir meinen, dass sich das auch tatsächlich in der Geschichte des Papsttums erfüllt hat und weiterhin noch in Erfüllung ist. Denn da gibt es ja noch manches, was auch heute in unserer Zeit sich erfüllt.
Und unter anderem wird von dieser Macht gesagt, von diesem kleinen Horn, im Vers 12, es wurde Frevel an den täglichen Opfer verübt und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und was es tat, gelang ihm. Das heißt, hier hat Gott eine sehr erfolgreiche Macht beschrieben und vorausbeschrieben, die erfolgreich sein wird in allem, was sie tut. In allem, was sie gegen Gott tut, ja, gegen das Heiligtum tut, gegen die Gläubigen tut und auch gegen die Wahrheit Gottes tut. Und wenn wir hier diese Prophezeiung haben, dann sollten wir eigentlich auch gewarnt sein, dass wir es in der Geschichte damit zu tun haben, dass irgendwo ein Kampf gegen die Wahrheit stattfindet, der erfolgreich sein wird. Und der nicht nur erfolgreich sein wird außerhalb der Gemeinde Gottes, sondern der auch erfolgreich werden wird innerhalb der Gemeinde Gottes. Denn wenn es heißt hier, das Horn warf die Wahrheit zu Boden, dann geht es hier in Daniel 8 nicht um eine Wahrheit, die irgendwo außerhalb des Volkes Gottes ist und außerhalb des göttlichen Bereiches. Denn dort, wo Wahrheit ist, ist ja Gott zu Hause. Und wenn dort Wahrheit zu Boden geworfen wird, und hier geht es auch um das Heiligtum, und das Heiligtum ist immer auch ein Sinnbild für die Gemeinde, für das Volk Gottes, und wenn da die Wahrheit dort im Heiligtum zu Boden geworfen wird, dann muss auch die Gemeinde Gottes, und sei sie noch so überzeugt, dass sie die wahre Gemeinde ist, damit rechnen, dass auch dort das Risiko bestehen kann, dass Wahrheiten verloren gehen. Das sollte uns einmal ganz grundsätzlich bewusst sein. Und das sollte uns auch nicht verwundern. Ja? Obwohl viele Gläubige heute der Meinung sind, und das glauben ja viele Gläubige in allen Kirchen, dass sie die in der richtigen Kirche sind, dass sie in der richtigen Gemeinde sind, das ist die Gemeinde Gottes. Und wenn man einmal sich überzeugt hat, dass man in der Gemeinde Gottes ist und diese Gemeinde vielleicht noch auch als die Gemeinde der Übrigen bezeichnet, dann geht man ja meistens von diesem Standpunkt aus, dass Gott ja nicht zulassen wird, dass in der Gemeinde Wahrheit verloren geht. Gott wird da nicht zulassen, dass da Irrlehren geglaubt oder verbreitet werden oder verkündigt werden, sondern da wird der Gott darüber wachen und dann hat Gott auch hier bestimmte Leute, die darauf aufpassen. Es hat ja immer Theologen gegeben in der ganzen Geschichte hindurch und geistliche, gelehrte Leute, die immer den Auftrag hatten und sich auch in diesem Auftrag gesehen haben, darüber zu wachen, was mit der Wahrheit geschieht und dass die Wahrheit erhalten bleibt. Und trotzdem sollte uns bewusst sein, dass es nie in der Kirchengeschichte eine Zeit gab, wo ein Volk, eine Gemeinde über längere Zeit hindurch einfach absolut immer bei der Wahrheit geblieben ist. Es gab immer Abfall, Abfall, Abfall nach einer bestimmten Zeit. Der Wiederentdeckung von Wahrheiten sind auch immer wieder Wahrheiten verloren gegangen. Das heißt, Gott hat auf dieser Welt, auf unserer Erde, noch kein System erfunden und noch kein System, hervorgebracht von Menschen und ein menschliches System hervorgebracht, durch das er sicher war und durch das er die Gläubigen in Sicherheit wiegen konnte, dass sie bewahrt sein würden vor Abfall von der Wahrheit, vor Verdrehungen von der Wahrheit. Und das ist nicht nur, Gott ist das nicht nur hier auf Erden nicht gelungen, sondern wir müssen ja zurückgehen in den Himmel. Denn das erste kleine Horn, das gegen das Heiligtum Gottes gegangen ist, war ja nicht hier irgendwann einmal in der Geschichte, dass wir da mit dem Papsttum in Verbindung bringen können. Das hat es ja durch das ganze Alte Testament schon gegeben. Und wir haben ja in der Zwischenzeit schon sehr viele Themen erarbeitet und wir haben gesehen, auch im israelitischen Heiligtum damals ist viel Wahrheit verloren gegangen. Trotzdem, dass die Wolke im Heiligtum war, Gott durch die Wolke, durch die Propheten direkt zu dem Volk gesprochen hat und es war nicht möglich, Gott ist es nicht gelungen, die Wahrheit auch unter solchen direkten Eingebungen im Volke Gottes zu bewahren. Jeder Einzelne war aufgerufen, sich selbst zu überzeugen, ob das, was ihm gelehrt wird, ob das auch wirklich stimmt.
Und im Alten Testament natürlich hatte das Volk Israel den Nachteil, dass sie nicht selber in den Schriften lesen konnten. Da wurden sie einfach gelehrt von Mose, von den Priestern nicht und von den Propheten, die natürlich da und dort auch ihre Schriften niedergeschrieben haben. Aber zum Großteil hat sich das ja sehr mündlich überliefert. Und da lag ja auch eine große Gefahr, dass bei solchen mündlichen Überlieferungen auch verschiedene Wahrheiten darunter gelitten haben und verloren gegangen sind. Aber Gott wusste das und deshalb hat er auch die Propheten immer wieder aufgefordert, gewisse Dinge niederzuschreiben. Und das war ja auch beim Daniel so, ja, der den Auftrag gehabt hat, das in ein Buch zu schreiben und dann am Schluss wird er gesagt, versiegle dann dieses Buch, ja, dass es bewahrt bleibt. Und dann werden viele am Ende der Zeit darüber kommen und es erforschen. Das zeigt, dass Gott hier wollte, dass besonders auch das Buch Daniel aufgeschrieben wird. Und jetzt haben wir gesagt, das Buch Daniel gehört zu den prophetischen Büchern im Alten Testament, von dem wir es nichts finden werden in diesen großen Visionen, das sich bis heute nicht erfüllt hat. Ja, was für die Zeit bis heute vorausgesagt war. Es sind viele Dinge noch, die sich noch nicht erfüllt haben, von denen wir aber ganz sicher sein können, dass sie sich in Zukunft auch erfüllen werden. Ja? Das ist allerdings nicht so, wenn es um die anderen Propheten geht. Und das ist das, was William Johnson hier mit diesem Zitat, das wir vorhin gelesen haben, sagen wollte. Er sagt hier, es ist eine unleugbare geschichtliche Tatsache, dass sich bis zum heutigen Tag die Mehrzahl der Vorhersagen der alttestamentlichen Prophezeiungen, und damit meint er die Prophezeiungen, die außerhalb des Buches Daniel geschrieben stehen, ja, dass sie sich noch nicht erfüllt haben oder überhaupt nicht erfüllt haben und auch nie mehr wieder erfüllen werden. Ja, weil es eben einen ursprünglichen Plan gab, auf das diese Prophezeiungen hingedeutet haben. Und dieser ursprüngliche Plan stand unter den Bedingungen des Gehorsams des Volkes Israels, des Glaubens, dass sie nach dem Plan und nach dem Willen Gottes ihr Leben leben und nach den Geboten wandeln. Dann hätten sich viele dieser Verheißungen und dieser Prophezeiungen, die da nicht nur für Israel geschrieben waren, sondern auch für die umliegende Völkerwelt, ja für die ganze Völkerwelt dieser Erde, hätten sich andere wunderbare Verheißungen erfüllen können, als die, die es dann gab. Was sich erfüllt hat, das waren alle negativen Voraussagen und speziell auch das, was im Buch Daniel geschrieben steht. Und jetzt haben wir natürlich da ein anderes Problem, auf das wir dann hinkommen werden. Und ich lege euch jetzt die Fortsetzung von diesem Kommentar von Dr. William Johnson bei. Er sagt dann über dieses Plan A-Konzept, aus dem sich also viele Prophezeiungen nicht erfüllt haben, weil Israel ungehorsam war. Und von diesem Konzept sagt er jetzt, wirklich interessant ist in diesem Artikel, also in diesem Plan A-Konzept, über den Plan Gottes mit Israel im ABC, Band 4, ja, ist es, der Gedanke, was hätte sein können, also diese Frage stellen, was hätte sein können, sagt, das ist wirklich interessant. In diesem Bild der Beschreibungen eines Plan A gibt es keine Wiederkunft, es gibt kein tausendjähriges Reich, keinen Feuersee und kein neues Jerusalem. Ja? Ich habe das Zitat letztes Mal schon gelesen, aber gehen wir jetzt noch einmal im Klartext durch. Das heißt, er stellt hier ganz deutlich fest, als er dieses Plan A-Konzept in diesem Bibelkommentar sich angeschaut hat, 25 Jahre nachdem er geschrieben worden ist, sagt er, dass dort in diesem Plan A-Konzept, das sich ja hauptsächlich nur mit alttestamentlichen Prophezeiungen außerhalb des Buches Daniels beschäftigt haben, dass man dort keinen Hinweis findet für eine Wiederkunft Jesu. Und ihr erinnert euch, ich habe das mehrmals, als wir da schon beim Johannes dem Täufer waren, darauf hingewiesen, dass wir im Alten Testament keine einzige Aussage haben, wo ein Prophet von einer Wiederkehr, von einer Wiederkunft Jesu gesprochen hat. Von einem zweiten Kommen des Messias. Der Messias kommt im Alten Testament nur einmal
Und der Tag des Herrn kommt auch nur einmal, er kommt nicht zweimal. Und dass der Tag des Gerichts kommt auch nur einmal, und der Tag der endgültigen Erlösung, ja, der kommt so und so nur einmal. Und das ist ja auch heute, bis heute so geblieben. Ja, der Tag des Gerichts ist ja noch nicht gekommen, und der Tag der Erlösung, der endgültigen Erlösung, ist ja auch noch nicht endgültig, ist ja auch noch nicht gekommen. Beim ersten Kommen Jesu war zwar das Ziel Gottes, wie wir gesehen haben, dass es zu diesem Endergebnis kommt, zu dieser Eschatologie, also zu diesem Ende kommt, aber es kam nicht dazu, weil eben gewisse Bedingungen nicht erfüllt worden sind, und auf den Punkt gebracht, weil letztendlich Johannes der Täufer und weil auch der Messias verworfen worden ist. Und deshalb spricht man dann im Neuen Testament, nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist, hat er dann selber angefangen, von seiner Wiederkunft zu sprechen. Ja? Und von einer solchen Wiederkunft eben finden wir im Alten Testament keine einzige Aussage. Es gibt auch, so stellt er hier fest, in diesem alttestamentlichen Konzept, das da in diesem Bibelkommentar beschrieben worden ist, keinen Hinweis auf eine Zeit für das tausendjährige Reich nach der Wiederkunft Jesu. Ja? Wir werden dort auch im Alten Testament nirgends einen Hinweis finden über ein Untersuchungsgericht kurz vor der Wiederkunft Jesu. Das findet sich auch im Alten Testament außerhalb des Buches Daniel nicht. Wir haben einen einzigen Hinweis, den wir als Adventisten so deuten, über die 2300 Abend und Morgen, auf das werden wir dann kommen, oder in Daniel 7, wo da kurz vor der Wiederkunft Jesu ein Gericht gehalten wird. Aber es ist sehr bemerkenswert, keiner der anderen Propheten hat irgendwo eine Beschreibung in einer Vision, diese Gerichtsszene, wie sie der Daniel in Daniel 7 beschrieben bekommen hat und in einer Vision gesehen hat, ja, wo in dieser Gerichtsszene bis dorthin diese Tiere schon alle beseitigt wurden, der Kampf der Tiere, dem vorausgegangen ist, die da in Daniel aus dem Meer steigen, und dann der Alte, der sich setzt, die Stühle, die Throne aufgestellt werden und dann die Bücher aufgetan werden und der Alte setzte sich. Der Daniel ist der einzige Prophet, der diese Szene beschreibt, ja. Oder auch diese Prophezeiung von den 2300 Abend und Morgen, von den 1260 Tagen, von dieser langen Zeitspanne, wo der Antichrist, also das kleine Horn, wirken wird und die Heiligen verfolgen wird, ja? Von dem wir in Daniel 7 die Rede haben. Vielleicht erinnern wir uns, wenn wir gerade den Daniel noch aufgeschlagen haben, in Daniel 7, Vers 25, da wird von diesem kleinen Horn hier in Daniel 7, dass dasselbe Horn ist als in Daniel 8, dieselbe Macht dahinter. Da steht, er wird den Höchsten lästern, wird die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Also es geht alles gegen göttliche Wahrheit, gegen göttliches Gesetz. Ja? Und sie werden in seine Hand, also die Gläubigen werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Ihr werdet vergeblich suchen bei Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Micha, Amos, Obadiah, bei diesen ganzen alttestamentlichen Propheten vor der babylonischen Gefangenschaft, auch nach der babylonischen Gefangenschaft, wo man irgendwo einen so konkreten Hinweis von einem Gericht finden wird, das noch kurz vor der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit stattfinden wird. Wir werden auch in diesem Konzept, und das haben auch die Autoren dieses Bibelkommentars, haben sie nirgends etwas darüber geschrieben, dass es dann am Ende dieses Untersuchungsgerichts noch eine Phase von 7 Plagen kommen wird. Ja? Es ist da im Alten Testament nirgends die Rede von 7 Gemeinden, die dann noch kommen werden, nicht? Der 7 Siegelbotschaften, diese 4 apokalyptischen Reiter, dann die 7 Posaunen, die dann noch blasen werden mit all den Beschreibungen, wie wir sie in der Offenbarung haben. Kein Hinweis auf die 7 Plagen dann und die Zeit ohne Fürsprecher. Das werdet ihr im Alten Testament alles vergeblich suchen. Keiner der Propheten, und solche Dinge hat nicht einmal der Prophet Daniel beschrieben, ja, was diese 7 Reihen betrifft, die 7 Siegel, die 7 Posaunen, die 7 Plagen schließlich, ja, davon hat der Daniel nichts beschrieben.
Das heißt, auch die Autoren des Bibelkommentars haben in ihren Texten nirgends darauf hingewiesen. Und William Johnson ist das aufgefallen, ja, dass man in diesem alten testamentlichen Konzept nichts darüber hat. Auch kein Feuersee oder ein Gericht von den 1000 Jahren, nicht, wo dann die Ungläubigen praktisch tot sind und die Gläubigen im Himmel sind und mit Christus dann richten während dieser 1000 Jahre, wo Satan alleine auf dieser Erde ist. Nirgends werdet ihr im Alten Testament eine solche Art des Umgangs mit Satan finden, dass er das dann irgendwo am Ende der Zeit erleben würde. Ja, da steht im Hesekiel 28 lediglich, dass er zu Boden geworfen wird und dass er vernichtet wird. Aber wie im Detail von diesen 1000 Jahren und dann ein Feuersee am Schluss, keine Rede davon. Das sollte uns einmal ganz konkret bewusst sein. Und der Dr. Johnson macht ja dann auch hier auf ein gewisses Problem aufmerksam, auf das ich euch hinweisen möchte. Dann erwähnt er hier noch, dass auch dort in diesem alten testamentlichen Konzept kein neues Jerusalem ist. Da, es wird immer wieder bei den Propheten von Jerusalem gesprochen, vom Heiligtum, von der heiligen Stadt. Aber dort sind die Verheißungen immer auf das irdische Jerusalem gerichtet, das erhöht werden soll auf dieser Erde und dass die Hauptstadt eigentlich die Wohnung Gottes in Jerusalem sein sollte. Und Gott hätte aus diesem Jerusalem das machen können, hier auf Erden damals schon, was er letztendlich mit dem Jerusalem im Himmel macht und es dann auf die Erde bringen wird, ja, nach den 1000 Jahren. Aber im Alten Testament, wie gesagt, kein Prophet hat solche Visionen geschaut. Ja. Bruder Johnson geht jetzt weiter. Ich lege jetzt den weiteren Text hinein, den wir uns jetzt noch im Detail anschauen. Und er sagt hier, die dazwischenliegende Zeitspanne ist kurz. Das heißt, was meint er damit, die dazwischenliegende Zeitspanne? Er meint die Zeitspanne zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen. Ja? Hat er festgestellt, dass in diesem Bibelkommentar, in diesen Ausarbeitungen, die wir da angeschaut haben und ebenfalls in diesem Handbuch für Propheten von Heinz Schädinger in der Übersetzung, damit ihr wisst, wovon wir reden, ja, sagt er hier, dass die Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu, wo der Messias kommen wird, denn der Messias kommt auch in diesem Konzept, in diesem Plan A-Konzept, und der Zeit seines zweiten Kommens, denn davon ist dann auch in diesem Konzept die Rede, also trotzdem von einem zweiten Kommen, die dazwischenliegende Zeit ist aber nicht 2000 Jahre lang, sondern die Kommentatoren, die diesen Kommentar geschrieben haben, sprechen hier von einer ganz kurzen Zeit. Und wir werden uns diese Zitate dann anschauen, denn gerade in diesen Erklärungen entdecke ich für mich gewisse Probleme, wo wir da mit dem Plan A-Konzept ein Problem haben, ja, wenn wir das mit der Offenbarung in Verbindung bringen. Er sagt dann hier, auf den ersten Advent, auf das erste Kommen Jesu, folgt bald die Errichtung des ewigen Königreiches des Messias. Das werden wir uns dann anschauen, etwas später, wenn wir dorthin kommen, wie schnell das hintereinander kommen sollte. Ja? Und das ist ja sehr bemerkenswert. Ja? Denn wenn wir die Daniel und Offenbarung studieren, dann werden wir merken, beim Daniel, da haben wir einen Hinweis über das erste Kommen Jesu, das ja auch mit seinem Tod in Verbindung gebracht wird, in Kapitel 9. Und dann, wenn wir das einordnen in die anderen Visionen von Offenbarung, dann merken wir dann schon, dann ist da von langen Zeiträumen die Rede. Und jetzt muss man sich auch fragen, ja, warum kommen dann die Leute vom Bibelkommentar hier damals zu der Vorstellung, dass eigentlich der ursprüngliche Plan, und das ist jetzt ein Konzept von einem ursprünglichen Plan, dass es hier zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu keine lange Zeitspanne geben wird, sondern wie Johnson hier auch feststellt, als er diesen Kommentar analysiert hat, dass es eine kurze Zeitspanne sein wird. Ja? Und dann heißt es hier weiter, diese Darstellung der Zukunft, dass was hätte sein können, stellt die Hauptrichtung des gesamten Artikels dar.
Das bedeutet also auch hier ganz deutlich, hat er festgestellt, dass durch die ganzen, das sind etwa 20 Seiten, nicht? Auf 20 Seiten hat man hier praktisch alles Texte zusammengesammelt im Alten Testament und aufgrund von prophetischen Texten, kombiniert mit Elbe-Zitaten, hat man hier dargestellt, dass, und er stellt das hier fest, dass die Hauptrichtung, die Hauptgedanken in diesem Artikel betont werden und geführt werden durch diese Fragestellung, was hätte sein können, ja, wenn Israel gehorsam gewesen wäre. Und dann sagt er hier, die Darstellung ist das Ergebnis der konsequenten Anwendung des Prinzips der Bedingung in der prophetischen Auslegung. Das heißt, hier ging das ganze Konzept ist aufgebaut auf diesem Konzept bedingter Prophetie. Ja, das ist hier dieser Gedanke, den wir hier haben. Und für mich war es sehr interessant, heuer im Sommer, Ende im September etwa, hat Bruder Heinz Scheidinger in der Gemeinde Villach hier in Kärnten eine interessante Freitagabend-Predigt gehabt und eine Sabbatpredigt zum Thema Endzeit, Eschatologie, ja, die Erwartung des Endes. Und er hat da sehr interessante Hintergrundinformationen gebracht, wie weit wir als Adventisten heute eigentlich mit unserer Endzeiterwartung der Wiederkunft Jesu und auch der Endzeitereignisse, wie wir sie verstehen aus dem Buch Daniel und auch aus dem Buch der Offenbarung hauptsächlich, wie weit wir heute völlig alleine in der Christenheit dastehen. Und das ist wahrscheinlich auch vielen Adventisten nicht bewusst, dass wir mit unserer Deutung der Prophetie von Daniel und Offenbarung heute wirklich auf ziemlich weit allein auf weiter Flur sind und dass es viele, viele andere christliche Gemeinden gibt, die zu völlig anderen Ergebnissen in Bezug auf die Endzeit Prophezeiungen kommen, als wir es tun. Und dass vieles überhaupt gar nicht mehr ernst genommen wird. Für viele ist die Offenbarung ein Buch, das nicht unbedingt prophetisch gesehen werden sollte. Ich habe jetzt vor kurzem einmal sogar mit einem sehr liberalen adventistischen Theologen ein Gespräch gehabt und der hat sich fast darüber sehr lustig gemacht, dass ich noch zu den Predigern gehöre, zu den Verkündigern und zu den Theologen, die meinen, dass man die Offenbarung, dass man aus der Offenbarung hier tatsächlich geschichtliche Ereignisse herausfinden müsste, die sich in der Zeitgeschichte und dann auch in unserer heutigen Geschichte und in der Geschichte der Zukunft erfüllen sollten. Also ist der Meinung gewesen, das sei eigentlich nicht das Anliegen von der Offenbarung. In der Offenbarung geht es lediglich darum, dass Gott hier in groben Zügen einfach, in verschiedenen Bildern, einfach die Mächte des Bösen darstellt und auf der anderen Seite die Mächte des Guten, das Werk, das Gott tut. Und dass es eigentlich nicht die Aufgabe ist von Auslegern der Bibel, diese Mächte jetzt zu identifizieren oder sie gar mit irgendwelchen konkreten Institutionen von Kirchen oder politischen Institutionen von Staaten und Regierungen und so weiter in Verbindung zu bringen. Also das kann man heute sogar unter adventistischen Theologen finden, diese Vorstellung, und auch unter protestantischen natürlich, dass hier das nicht unbedingt das Anliegen ist, dass man in diese Richtung gehen sollte. Bruder Scheidinger hat hier eine andere, hat genau auf dieses Problem aufmerksam gemacht, dass er auch sagt, dass auch in unseren Reihen immer mehr der Trend in die Richtung geht, dass man hier das ganze Buch der Offenbarung anfängt, mehr und mehr zu vergeistlichen, ja? Also abzukoppeln von diesen ganzen historischen Ereignissen. Und er hat dann letztendlich in diesem Zusammenhang auch einen Appell an die Gemeinde gerichtet, dass wir uns wieder neu mit der Prophetie beschäftigen sollten und auch sehr darauf aufmerksam gemacht, dass es notwendig ist, dass wir darauf achten, dass es nicht zu einer Pluralität, zu einem pluralistischen und zu einer Vielfalt von verschiedenen Auslegungen kommt, sondern dass wir danach streben sollten, dass wir auch zu einer einheitlichen Verkündigung kommen. Es kann nicht sein, hat er damals gemeint in dieser Predigt, dass die einen die 1260 Tage oder die 2300 Abende und Morgen buchstäblich nehmen, die anderen symbolisch und die anderen vielleicht gar nicht mehr. Und alle drei Möglichkeiten gibt es ja heute auch unter uns in unseren Gemeinden, wie man damit umgeht. Ja.
Und was auch interessant war dann in diesem Thema, das er am Freitagabend gehabt hat, da hat er ihm auch etwas darüber angesprochen, wie im Alten Testament die Vorstellung vom Ende und von der Eschatologie da war und wie das zur Zeit der Jünger, zur Zeit Jesu noch verstanden war und wie es denn nach Jesus verstanden wurde. Und er hat in seiner Predigt zum Beispiel auch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Propheten, also ich zitiere wörtlich einen Satz, den er da in seiner Predigt hatte, er sagte, die biblischen Propheten haben das zweite Kommen Jesu noch nicht wahrgenommen. Ja? Also was ich hier sage, damit stehe ich nicht allein, das ist nur vielleicht etwas, worüber man zu wenig redet in unserer Gemeinde. Und es wäre eine Bibelstunden und Bibelthemen über die Wiederkunft Jesu gehalten. Und wir verwenden ja, wenn ihr euch so Bibelstundenthemen anschaut, dann werden ja immer wieder zu dem Thema Wiederkunft Jesu alttestamentliche Bibelstellen verwendet, die aber im Alten Testament nicht im Zusammenhang mit einer Wiederkunft stehen, sondern einfach mit der Ankunft des Herrn, mit dem Tag des Herrn, ja, das Kommen des Herrn. Gott kommt, nicht? Fressend Feuer geht vor ihm her, also ein Text aus dem Psalmen zum Beispiel, das ist immer wieder, Gott kommt, der Herr kommt, der Tag des Herrn kommt, aber da heißt es nicht, er kommt wieder. Ja? Also, und wie gesagt, Heinz Schädinger hat das darauf aufmerksam gemacht auch, dass die biblischen Propheten das zweite Kommen Jesu in dem sie noch nicht wahrgenommen haben. Es ist auch beim Daniel, wenn ihr Daniel 2 anschaut, Daniel 7, Daniel 8 und Daniel 11, ja, da werdet ihr dort nirgendwo einen Hinweis finden, dass der Messias irgendwo da zweimal kommt. Da kommt er in diesen großen Visionen, kommt er der Tod des Messias, das erste Kommen des Messias nirgends vor. Das sollte euch auch bewusst sein. Manche meinen, dass da in Daniel 11 ein Hinweis ist, dass da der Fürst des Bundes da, der da angesprochen wird, dass da vielleicht ein Hinweis ist, mag sein, ja, das kann man sich einmal genauer anschauen. Aber auf alle Fälle in Daniel 2, Daniel 7 und Daniel 8 werdet ihr keinen Hinweis finden, dass da irgendwo das Reich Gottes erst aufgebaut wird, nachdem der Messias vorher 2000 Jahre vorher ein erstes Mal kommt. Wir haben einen einzigen Hinweis in Daniel 9, wo vom Tod des Messias die Rede ist. Aber auch dort, wenn ihr Daniel 9 lest, schlagen wir den Text vielleicht auf. Daniel 9, Vers 26, da steht, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Hier ist eindeutig von der Ausrottung des Messias die Rede, also sein gewaltvoller Tod. Und dann kommt das Volk eines Fürsten, er wird Stadt und Heiligtum zerstören. Da sind wir bei der Zerstörung Jerusalems durch Rom, 70 nach Christus. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Und hier werdet ihr jetzt vergeblich einen Text suchen, der dieses Ende mit der Wiederkunft Jesu, mit der Wiederkunft dieses Fürsten in Verbindung bringt, der da ausgerottet wird. Das heißt also, man muss, wenn man im Daniel, auch den Daniel durchliest, wird man nicht auf die Idee kommen, dass der Messias zweimal kommt. Ja? Da muss man schon sehr das ganze Alte Testament kennen und wahrscheinlich wird man zu seinen Gedanken erst kommen, wenn man das Neue Testament kennt. Aber ein Jude im Alten Testament, ja, hat eigentlich ein zweites Kommen des Messias nirgends erwartet. Das kann euch jeder Jude und jeder jüdische Rabbi bestätigen und jeder, der das Alte Testament richtig studiert hat, und der wird das genauso erkennen können. Ja. Es ist auch interessant, Heinz Schädinger hat in dieser Predigt auch darauf hingewiesen, dass selbst die Jünger, als Jesus bei ihnen war, zu ihrer Zeit, in ihrem Denken, er hat das wörtlich so formuliert, das zweite Kommen hatte im Denken der Jünger noch keinen Platz, auch noch keinen Platz. Das heißt, obwohl Jesus dann sehr deutlich von seinem Kommen gesprochen hat, ja, er wird wiederkommen, er hat seine Jünger darauf aufmerksam gemacht. Und ab da haben sie wahrscheinlich schon etwas daran gedacht, aber wir wissen, dass sie ja
auch diesbezüglich vieles erst verstanden haben, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Das war ja alles damit verbunden, dass er selbst mit seinem Tod, dass er jetzt weggeht und wieder zurückgeht zu seinem Vater, als er da kurz vor seinem Tod das angekündigt hat. Das waren ja alles Dinge, die die Jünger noch alle nicht richtig verstanden haben. Ja? Erinnert euch, wir haben ja da einige Aussagen, die Anlass dazu geben, dass wir glauben können, dass die Jünger das bis zum Schluss nicht richtig begriffen haben, dass es da in ferner Zukunft vielleicht erst ein zweites Kommen geben sollte und das Reich Gottes erst irgendwann aufgerichtet werden sollte. Ich mache euch aufmerksam auf diese Bitte der Mütter von den zwei Söhnen des Zebedäus, ja, Jakobus und Johannes, die zu Jesus gekommen sind. Und da lesen wir in Matthäus 20, schlagt einmal auf, Matthäus 20, da heißt es hier, Matthäus 20, Vers 20 und 21, da trat zu ihm die Mutter der Kinder des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte etwas von ihm bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Also wer diese Geschichte, ja, diese Bitte hier im rechten Sinne liest, ja, der wird wohl drauf kommen, der wird schwer sich vorstellen können, dass diese Mutter daran gedacht hat, jetzt für ihre beiden Söhne zu bitten, dass sie dann im Jenseits, das heißt in der himmlischen Welt, wenn Jesus dann am Ende der Zeit wiederkommen wird und dann sein Reich aufrichten wird, sein Himmelreich aufrichten wird und dann durch das neue Jerusalem wieder auf diese Erde kommen würde, dass diese Mutter der beiden Söhne und Jakobus und Johannes an eine solche Vorstellung geglaubt haben, dass sie dann bei dieser großen Wiederkunft Jesu, wie wir es im Neuen Testament haben, dann einer zur Rechten und einer zur Linken sitzen würde. Das ist nicht denkbar, denn das, was da hier gefragt wird, das zeigt, dass sie hier noch ein sehr irdisches Konzept hatten, dass sie hofften und dass sie glaubten, dass Jesus sich ja jetzt irgendwo als der Messias ausgeben wird, und das war ja kurz vor dem Einzug in Jerusalem, und da war ja dann dieses große Fest, nicht? Das war bei dem Einzug, und da dachten die Jünger natürlich, jetzt ist es soweit, jetzt wird Jesus praktisch seinen Thron in Besitz nehmen. Und letztendlich werden dann Jakobus und Johannes vielleicht zur Rechten und zur Linken als irgendwelche Minister in diesem Reich am Thron sitzen. Und also das war kurz vor seinem Tod, nicht? Obwohl Jesus schon sehr deutlich eigentlich von seiner Wiederkehr an manchen Stellen schon gesprochen hat. In Matthäus 16 haben wir eine erste Erwähnung da drinnen. Wenn ihr Matthäus 16 anschaut, das ist schon einige Zeit bevor er da in Richtung Jerusalem gegangen ist. Matthäus 16, Vers 27, da sagt er da in einem bestimmten Zusammenhang, als er die erste Leidensverkündigung angekündigt hat, das ist da im Vers 21, dann sagt er, dann nachdem er sagt, dass was hilfe es dem Menschen, so der ganze Welt gewöhne und nehme er doch Schaden an seiner Seele, und der Aufruf, dass jemand auch sein Kreuz auf sich nehmen muss und ihm nachfolgen muss. Und dann im Vers 27, wo er sagt, denn es wird geschehen, dass des Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und alsdann wird einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. Hier ist zum ersten Mal, dass Jesus laut Matthäus Evangelium überhaupt davon sprach, dass er irgendwo in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen würde. Ja? Und das hat Jesus da irgendwo in dem Zusammenhang gesagt, bevor er auf den Verklärungsberg gegangen ist. Ja? Dann, wenn ihr bis zum Kapitel 20 blättert, da ist einiges vergangen an Zeit. Und dann kommen die Mutter von den Söhnen des Zebedäus trotzdem noch zu ihm und bittet um diesen Rang ihrer beiden Söhne. Also es zeigt, dass die das nicht so gleich verstanden haben. Aha, der Herr wird dann irgendwo wieder in den Himmel auffahren und dann wiederkommen. Und offensichtlich hat auch Jesus sich nicht sehr bemüht darum, ihnen dieses Konzept so klar und deutlich darzulegen.
Er hätte können lange Predigten halten, nicht wie wir das heute machen, von diesem ersten und von dem zweiten Kommen, dass er das erste Mal nur kommt, um eben, wie man allgemein sagt, um eben für die Sünden zu sterben. Und das zweite Mal, da braucht es noch eine lange Zeit bis dorthin oder bis er dann wiederkommen wird. Jesus hätte ja vor seinem Tod lange Reden halten können darüber und das hat er alles nicht gemacht, sondern hat... Man hat den Eindruck, er hat seine Jünger bei solchen Vorstellungen gar nicht viel zu korrigieren versucht und hat das einfach stehen lassen und hat natürlich darauf aufmerksam gemacht, nicht, dass das die falsche Vorstellung ist, dass sie auch bereit sein müssen zu leiden vorher, bevor sie in die Herrlichkeit aufgenommen werden können. Und da ist Jesus ja auch mit seinem Vorbild vorausgegangen. Ja, selbst nach der Auferstehung, und da mache ich euch nochmal auf einen Text aufmerksam, nach der Auferstehung, auf den werden wir dann auch noch später im Thema da zurückkommen, in Apostelgeschichte 1, ja, da war Jesus schon von den Toten auferstanden und dann war 40 Tage bei ihnen und gerade am 40. Tag kurz bevor er in den Himmel aufgenommen wurde und wieder zurückgegangen ist in den Himmel, da befahl er den Jüngern in Jerusalem zu bleiben, bis die Verheißung des Vaters sich an ihnen erfüllen würde. Ja? Und da sagt er hier im Vers 5, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also er hat das relativ kurze Zeit in Aussicht gestellt, dass da eine besondere Ausgießung des Geistes stattfinden würde, die über sie kommen würde. Ja? Und dann waren die Jünger natürlich neugierig und womit haben sie das jetzt in Verbindung gebracht? Da steht, die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und da merkt ihr ganz deutlich, dass die Jünger jetzt selbst nach dem Tod, wo Jesus sie schon 40 Tage lang belehrt hat, ihnen die ganzen Prophezeiungen gleich am Tag der Auferstehung, was über ihn geschrieben stand, erklärt hat, dass in diesen Erklärungen für sie noch immer nicht klar wurde, dass Jesus jetzt in den Himmel zurückgehen würde und dass er erst nach langer Zeit wiederkommen wird in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, wie es eigentlich vorher schon gesagt hat. Offensichtlich haben die Jünger das noch immer nicht so in dieser Weise verstanden. Das hat wohl auch damit zu tun, dass wahrscheinlich das ganze Alte Testament ihnen da keinen Hinweis gegeben hat. Und man kann es den Jüngern vielleicht gar nicht verübeln, dass sie auch das, was Jesus ihnen da versuchte verständlich zu machen von seiner Wiederkehr am Ende der Zeit, dass sie das nicht so richtig verstanden haben. Und wir werden in einem späteren Thema, wenn wir über die Einleitung der Offenbarung sprechen werden, werde ich euch noch aufmerksam machen, was wohl hinter dieser Vorstellung steckt, warum die Jünger noch so gedacht haben und ob dieses Denken, dass der Herr vielleicht zu dieser Zeit doch noch das Reich für Israel aufrichten würde, nach dieser Auferstehung Jesu, dass das vielleicht noch eine Erwartung gewesen sein hätte können, ja. Und dass die Jünger da tatsächlich noch immer auf dieses irdische Himmelreich, ne, diese irdische Errichtung des Reiches Israel, ausgehend von Israel, dann das messianische Reich über die ganze Welt ausgebreitet werden soll. Also wir haben da schon sehr deutliche Hinweise und auf das geht ja auch der Bibelkommentar in dieser Plan A Konzeption dann ein. Ja, auf das möchte ich euch dann ja auch aufmerksam machen. Und gerade in diesem Bereich gibt es ja jetzt auch dieses Problem, dass in diesem Konzept des Plan B Konzepts oder Plan A Konzepts in diesem Bibelkommentar William Johnson anspricht. Und zwar hier schreibt er jetzt weiter in diesem Buch, also das ich euch vorgestellt habe, dieses Buch Prophetie und Eschatologie. Auf Seite 71 hat er das hier stehen und da sagt er zum Beispiel, für den Leser ist es ein Schock, dass am Schluss des Artikels, dass er am Schluss des Artikels erfährt, so muss das heißen,
dass sich einige Vorhersagen nur auf unsere Zeit beziehen. So steht der folgende Satz in direktem Gegensatz zu der Grundthese des Artikels. Damit ihr versteht, das ist vielleicht etwas kompliziert jetzt geschrieben, aber möchte das erklären. Nachdem William Johnson hier dieses Konzept von Plan A, wie es hier in diesem Bibelkommentar und auch bei Heinz Schädinger in dieser Übersetzung beschrieben ist, durchgesehen hat, hat er gemerkt, dass irgendwo in diesem Konzept ein Widerspruch entstanden ist, eine Unstimmigkeit entstanden ist. Und diese Unstimmigkeit beschreibt er hier mit dem, dass es für einen Leser ein Schock sein muss, wenn er am Schluss des Artikels erfährt, dass sich einige Vorhersagen nur auf unsere Zeit beziehen. In einem Artikel, in einem Konzept, in dem man von einer bedingten Prophetie spricht. Das heißt, er hat darauf hingewiesen, durch das ganze Konzept hier, durch diesen ganzen Artikel des Plan A, gibt es hier diese Idee einer bedingten Prophetie. Und da spricht man die ganze Zeit von Prophezeiungen, die sich eben erfüllen hätten können, schon längst erfüllen hätten können, in alttestamentlicher Zeit, weil eben die Prophezeiungen bedingt waren. Aber jetzt sagt er, dass es hier doch ein Schock ist, wenn man dann dieses ganze Konzept weiterliest, dass dann da irgendwo die Idee hineingebracht wird, doch, dass es hier Prophezeiungen gibt im Alten Testament, die sich nur auf unsere Zeit, das heißt auf die Zeit jetzt am Ende bezieht. Und er sagt dann hier, er zitiert das hier, diesen Satz aus diesem Bibelkommentar und sagt von diesen Autoren in den 50er Jahren, so beschreiben sie das, dass sie sagen, diese Gesetzmäßigkeit, ja, dass sich die genannten Prophezeiungen bei den klassischen Propheten im Alten Testament an Israel erfüllen sollten, wenn es Gott treu und gehorsam gewesen wäre, bezieht sich nicht auf die Abschnitte des Daniel-Buches, die der Prophet verschließen und versiegeln sollte. Also, bedingte Prophetie, und da habt ihr jetzt diesen Kern des Problems, bedingte Prophetie gibt es zwar in den prophetischen Büchern außerhalb des Buches Daniel, aber nicht im Buch Daniel. Das Buch Daniel wird jetzt hier als eine Prophezeiung geschildert, die als unbedingte Prophetie gilt. Und er sagt hier, oder auch nicht auf die anderen Abschnitte, deren Anwendung die Inspiration ausschließlich auf unsere eigene Zeit beschränkt sieht. Das heißt, damit meint er, dass hier die Schreiber in diesem Bibelkommentar hier irgendwo eine Unstimmigkeit drinnen haben, wenn sie auf der einen Seite immer wieder deutlich betonen an mehreren Zitaten, die wir in unseren letzten Themen ja auch angeschaut haben, dass das Reich Gottes schon längst aufgerichtet werden hätte können in alttestamentlicher Zeit. Erinnert euch an diese Aussage, die wir da gehabt haben, wo da mitunter drinnen gestanden ist, dass die göttliche Vorsehung schon längst an den verschiedenen Zeitpunkten, oder verschiedenen kritischen Phasen der Geschichte des Alten Testaments verkündigen hätte können, es ist geschehen. Und das bevor der Messias das erste Mal gekommen ist. Erinnert euch an diese Beispiele, wo man gesagt hat, als Israel nach Kanaan gegangen ist, da schon wäre eine Möglichkeit gewesen, dass Gott seinen Plan durch das Volk Israel zur Reife bringt und das Reich für Israel herstellt, das Friedensreich, das sich dann über die Erde ausbreiten sollte. Eine zweite Möglichkeit, erinnert euch, hat man da angegeben in diesem Kommentar, wäre gewesen nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, wo es ja die wunderbarsten Verheißungen gegeben hat, dass hier Jerusalem wirklich zum Thron Gottes erhoben werden sollte und das messianische Reich, das Friedensreich über die Welt ausgebreitet werden hätte sollen. Bevor die Geschichte stattfindet, wie wir sie im Nachhinein kennen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Oder dann ist gesagt worden, eine dritte Möglichkeit hatte die neutestamentliche Gemeinde nach der Auferstehung Jesu, das Evangelium in schnellster Weise in die Welt zu tragen. Ja? Auf das bezieht sich jetzt diese Aussage, wo der William Johnson darauf aufmerksam macht,
Da spießt sich jetzt etwas in der Theologie, in der Darstellung dieses Plan A-Konzept mit der bedingten Prophetie. Wie kann man auf der einen Seite sagen, das hätte schon längst stattfinden können, ja, in alttestamentlicher Zeit, und auf der anderen Seite gleichzeitig darauf hinweisen, dass es da Prophezeiungen gab im Alten Testament, die, und speziell auch im Danielbuch, dass diese Prophezeiungen sich ja erst auf unsere Zeit, das heißt jetzt auf unsere Endzeit beziehen, und damit wird der Eindruck vermittelt, dass diese Prophezeiungen sich ja auch erfüllen mussten. Also, und da weist er jetzt darauf hin, dass der Leser, der das jetzt aufmerksam liest, der bekommt ja dann einen Schock eigentlich. Wie passt denn das jetzt zusammen? Ich hoffe, ihr versteht das und ihr könnt dem folgen, was ich jetzt als Problem dargestellt habe. Ja? Und er geht jetzt hier weiter. Ich zeige euch jetzt eine weitere Erklärung, die er da gibt zu diesem Problem. Dr. William Johnson in diesem Buch, immer noch Prophetie und Eschatologie auf Seite 71. Und ich muss sagen, ich war damals 1982 bei diesem Seminar dabei. Es ist mir nicht bewusst gewesen, ich habe das damals nicht gecheckt, ich habe das damals nicht bemerkt, dass über dieses Thema damals so ausführlich geredet worden ist. Ja. Ich habe das jetzt hier in diesem Zusammenhang wieder mal in die Hand genommen, dieses Buch, und habe dann gemerkt, wie hier diese Kritik auch an dieser Plan A-Konzeption in dem Bibelkommentar eigentlich damals schon gemacht wurde. Ja. Wo man da Unstimmigkeiten entdeckt hat, auf die ich inzwischen ja auch gekommen bin und wo ich versucht habe, für mich da auch eine Lösung zu finden. Ja. Welche Lösung wir hier dann finden, das schauen wir uns an. Er sagt hier zum Beispiel, anscheinend muss das Bedingungs-, und das ist jetzt sein Vorschlag, ja, den er hier macht, wie man dieses Problem lösen könnte, anscheinend muss das Bedingtheitsprinzip an irgendeinem Punkt verändert werden. Das heißt, er macht hier den Vorschlag und bringt hier diese These hinein, dass irgendetwas mit diesem Umgang mit der bedingten Prophetie im Alten Testament, dass da was nicht stimmt. Da muss in einem Punkt muss dieses Konzept verändert werden. Tatsächlich muss die Hauptkritik zu dem Artikel bei der Festlegung ansetzen, dass die Erklärung der Prophetie zu simpel gerät. Das heißt, er läuft dann hin, das ist zu einfach dargestellt, ja, zu simpel. Die Auslegung, sagt er jetzt weiter, ist plump, zu spekulativ. Der Verfasser nimmt einen richtigen Gedanken auf, schießt aber über das Ziel hinaus und macht damit seine These letztlich unglaubwürdig. Und meine lieben Freunde, ich meine, ich bin froh, dass nicht ich diese Kritik jetzt hier an diesem Konzept hier anbringen muss, ja, was auch hier Heinz Scheidinger übernommen hat in diesem Handbuch für Propheten. Und ich bin mir nicht bewusst, ich weiß es nicht, ja, ich hätte ja schon seit Jahren mir gewünscht, dass ich zumindest meine Kritik, die ich an diesem Konzept anzubringen hatte, schon längste Zeit, dass wir das einmal in seinem Theologenkreis diskutieren hätten können. Und ich habe x-mal gebeten darum, es ist bis heute nicht möglich geworden. Und vielleicht ist das ein Weg, über das hier das Thema zur Sprache kommen könnte. Ja, ich würde es mir sehr wünschen. Aber ich bin froh, dass jetzt hier nicht ich diese Kritik anbringen muss, sondern dass ich darauf hinweisen kann, dass ein Doktor der Theologie, ein anerkannter, höchst anerkannter Theologe, der in der Generalkonferenz wirksam war, über Jahrzehnte eigentlich als Sekretär der Generalkonferenz gearbeitet hat, dass er hier ebenfalls auf dieses Problem aufmerksam macht. Und er scheut sich auch nicht, da von einer Spekulation zu sprechen, ja, in dieser Darstellung. Das hat man natürlich auch mir vorgeworfen, als ich da angefangen habe, dieses Thema, was hätte sein können und so weiter, zu sprechen. Da liegt schon etwas drin, man riskiert da irgendwo in Spekulationen zu geraten, aber das nur deshalb, weil man vielleicht dieses Konzept nicht wirklich sauber durchdenkt, ja. Und wenn er hier darauf aufmerksam macht, dass der Verfasser zwar einen richtigen Gedanken aufnimmt, dass er eine Zeit lang einen richtigen Gedanken verfolgt, dass Gott hier wirklich einen ursprünglichen Plan hatte und dass dieser Plan tatsächlich im Sinne Gottes war und einer Realität entsprach,
Aber dann sagt er hier, der schießt über das Ziel hinaus und macht damit seine These unglaubwürdig. Das heißt, damit wird das ganze Konzeptplan A von manchen in weggeworfen, und das ist genau die Situation, in der wir heute stehen. Dass man sagt, das ist ja Blödsinn, nicht? Das bringt ja nichts, es ist nicht so gekommen, also brauchen wir darüber nicht mehr reden. Was meint jetzt der William Johnson, wenn er sagt, er schießt über das Ziel hinaus? Wenn man ihn richtig verfolgt und weiterdenkt, dann meint er damit, dass diese Bedingtheit der Prophetie, dieses Plan A-Konzept, einfach in der Weise zu weit geht, als dass man sagt, dass sich das alles, was wir jetzt nicht in der Zukunft erwarten, dass sich das alles schon viel früher abspielen hätte können. Und dass das Reich Gottes, das messianische Reich, tatsächlich schon vorher entstehen hätte können. Aber über das Ziel schießt er hinaus, weil er dann sagt, der hat da wahrscheinlich in diesem Konzept, hat man nicht berücksichtigt, was da im Buch Daniel steht. Ja, schon allein vom Alten Testament. Und was dann später in der Offenbarung steht, dass man das zu wenig berücksichtigt hat. Und wenn man das jetzt schon im Nachhinein betrachtet, dann muss man eben, so meint er das offensichtlich hier, auch mit dem ursprünglichen Plan im Alten Testament, mit den Prophezeiungen, vorsichtiger umgehen. Und vielleicht dann nicht so darauf, zu sehr darauf bestehen, dass Gott tatsächlich das schon machen hätte können. Denn das Problem, das aber hinter dem Ganzen ist, ist nichts anderes, als dass man hier einen Konflikt zwischen der bedingten und der unbedingten Prophetie hat. Zwischen den Prophezeiungen außerhalb des Buches Daniel im Alten Testament und dem Buch Daniel. Und dass man die gleichen Theologen, das habe ich auch das letzte Mal schon aufmerksam gemacht, dass es ja bemerkenswert ist, dass die gleichen Theologen, die auf der einen Seite sagen, das hätte schon längst sein können, gleichzeitig die vehemente Meinung vertreten, dass die Prophezeiungen im Buch Daniel absolute Prophetie sind. Und zur absoluten Prophetie gehören dann natürlich auch die Zeitweissagungen der 70 Wochen, die dann zum Kommen des Gesalbten führen, dann auch zur Ausrottung des Gesalbten, dann zur Wiederzerstörung der Jerusalems, nicht? Das wäre alles Prophetie des Daniel, und das wird dann als unbedingte Prophetie ausgelegt. Das heißt, Jerusalem musste dann, nachdem der Gesalbte ausgerottet wird, das musste sein, nicht? Dann Jerusalem und der Tempel muss wieder zerstört werden, und dann muss ein Ende sein, der mit Krieg bis zum Ende geht, bis dann erst der Jesus wiederkommt. Und dann müssen dann natürlich erst die ganzen Prophezeiungen im Buch der Offenbarung erfüllt werden. Da kommen ja dann noch die sieben Gemeinden, die sieben Siegel, die sieben Posaunen, die sieben Plagen und die Tiere da und so weiter. Und merkt ihr, was William Johnson meint, dass man da über das Ziel hinausgeschossen hat, dass adventistische Theologen hier über das Ziel hinausgeschossen haben, bringt er damit in Verbindung. Ihr könnt doch nicht auf der einen Seite sagen, das hätte schon längst sein können, und auf der anderen Seite gleichzeitig in diesem Artikel formulieren, dass diese bedingte Prophetie sich nicht auf Daniel und Offenbarung bezieht, denn das ist eine unbedingte Prophetie, diese Dinge müssen sich auch unbedingt erfüllen. Und da versteht ihr, das ist tatsächlich ein Problem, vor dem wir stehen. Und zu dieser Prophetie, wie ich schon gesagt habe, ja, gehört ja letztendlich auch in diesem Konzept, dieses Plan A-Konzept, ganze Thema mit dem Tod Jesu. Und ich lege euch jetzt hier einen Text bei, wie man hier in diesem Plan A-Konzept, in diesem Bibelkommentar und in diesem Handbuch für Propheten von Herrn Scheidinger, wie das dort zu finden ist. Und zwar heißt es hier, wenn die Nation Israels ihrem ihm anvertrauten Gut treu gewesen wäre und die hohe Bestimmung, die ihnen von Gott zugedacht war, geschätzt hätten, würde die ganze Erde mit Sehnsucht auf das Kommen des Messias gewartet haben. Das haben wir schon einige Male aufmerksam gemacht, nicht? Die ganze Erde, Israel wäre zum Licht für die Heiden geworden, und die ganze Erde hätte mit Sehnsucht den Messias erwartet. Und ja, wir haben das letzte Mal die Frage gestellt, wie werden dann das Kommen des Messias, wie hätten das Kommen des Messias dann überhaupt ausgesehen? Wenn die ganze Erde
erleuchtet gewesen wäre schon, ja, mit der göttlichen Wahrheit, wenn die Völker nach Jerusalem schon kommen, um dort anzubeten, weil der Tempel ein Bethaus geworden wäre für alle Völker, und alle Völker jetzt auf dieses Kommen des Herrn, auf den Tag des Gerichts, auf den Tag der Erlösung warten, wie hätte denn dann das Kommen dieses Messias ausgesehen? Hier dann noch davon zu sprechen, dass er dann genauso in Bethlehem als armes Kind geboren werden hätte müssen, aufwachsen und dann dieses Schicksal erleiden, wie er es erlitten hat, das ist für mich und auch für Theologen, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, muss ja irgendwo ein Problem sein. Ja? Aber hier geht es dann weiter, und in diesem Kommentar ist man einfach diesen Weg gegangen, dass man dann gesagt hat, der Messias wäre gekommen, er wäre gestorben und auferstanden. Und das ist jetzt sehr bemerkenswert. Mit einem Satz geht man jetzt hier nach diesem langen, interessanten Plan A-Konzept, das da aufgebaut worden ist, mit hunderten von Bibelstellen im Alten Testament, die zeigen, was Gott für einen ganz anderen Plan gehabt hat. Und jetzt kommt man auf den Messias zu sprechen, der mit Sehnsucht in einer bekehrten Welt praktisch erwartet wird. Und dann erklärt man das ganze Problem mit einem Satz und sagt, er wäre gekommen, er wäre gestorben und wäre auferstanden. Punkt. Wie es dann weitergeht, sage ich euch nach. Heinz Schädinger hat in seinem Handbuch für Propheten dann diesen letzten Satz hier im Bibelkommentar selbst dann noch einmal formuliert in der Übersetzung. Und er hat dann geschrieben, natürlich, er hätte dann um unserer Sünde willen trotzdem sterben müssen. Das heißt, das ist im ursprünglichen Bibelkommentar nicht so formuliert. Heinz Schädinger hat das hier als Begründung hineingegeben. Er wäre gekommen, er wäre gestorben, nicht? Er bringt das hinein. Er hätte das ja um der Sünde willen tun müssen. Und er wäre auch auferstanden, wie es dann ja auch tatsächlich geschehen ist. Also es ist eine zusätzliche Erklärung, die Heinz Schädinger in seinem Handbuch für Propheten zu diesem Kommentar hinzugefügt hat, um das noch deutlicher zu machen. Ja? Und meine Frage natürlich war hier, als ich das erste Mal gelesen habe und ich mich da schon mit diesem Konzept beschäftigt habe, war natürlich, jetzt würde ich gerne diese Theologen vor mir haben, die in den 50er, 60er Jahren dieses Buch geschrieben haben. Und ich würde ihnen die Frage stellen heute, könnt ihr mir jetzt erklären, wie ihr euch dieses Kommen Jesu in eine Welt, die schon bekehrt ist, die mit Sehnsucht auf den Messias wartet, wie dieses Kommen Jesu dann ausgesehen hat und wie dann das Leben Jesu auf dieser Erde ausgesehen hätte? Hätte Jesus dann noch müssen durch die Straßen Jerusalems gehen müssen und die Leute erst zur Buße und zur Umkehr rufen müssen? Das ist doch alles nicht mehr logisch. Wenn man konsequent jetzt diesen Plan im Alten Testament durchgeht, wie er hier in dem Kommentar dargestellt wird, meine lieben Freunde, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass ich der Einzige bin, der hier dann diese Fragen stellt und der sagt, können wir uns dann noch vorstellen, dass Gott vorher dann trotzdem noch den Johannes den Täufer hätte schicken müssen, dass er die Leute da am Jordan hinausführt und zur Taufe bringt und zur Buße rufen lassen müsste und dann kommt der Messias, nicht? Dann wird der Johannes der Täufer nochmal verworfen vorher, dann kommt erst der Messias, dann muss er sterben, muss er dann trotzdem verworfen werden, jetzt wartet die ganze Welt mit Sehnsucht, ja wer hätte ihn dann ja zu Tode gebracht? Es steht allerdings nicht hier, er wäre getötet worden, er wäre gekreuzigt worden. Das ist interessanterweise, wird das nicht erwähnt, sondern er wäre gestorben, heißt das einfach. Man lässt das hier dann einfach offen, ja, wie er denn dann in einer solchen Welt zu Tode gekommen ist. Aus der tatsächlichen Geschichte wissen wir ja, dass Jesus ja deshalb gestorben ist, am Kreuz gestorben und nirgendwo anders, weil ihm von Menschen, von böswilligen Menschen, die nicht bereit waren, seine Botschaft anzunehmen, seine Botschaft des Friedens, der ihnen Frieden und Glück und Freude und ewiges Leben bringen wollte und ihnen zeigen wollte, wie man wirklich lebt, wie man mittenmenschlich in Liebe miteinander umgeht, wie man Kriege abschafft, wie man die Feinde besiegen kann, indem man sie nicht bekämpft, sondern indem man sie liebt und für sie betet. Das war ja die Botschaft Jesu. Die Bergpredigt zu predigen.
Und meine lieben Freunde, könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus dann, wenn wir schon sein Plan A-Konzept haben, dass die ganze Welt in Sehnsucht auf den Messias wartet, und dann hätte Jesus dann, wäre durch die Straßen Jerusalem an das Meer von Galiläa gegangen und hätte dort noch Bergpredigten gehalten und hätte Leute zur Umkehr rufen müssen und hätte eine Strafpredigt über die Schriftgelehrten und Pharisäer rufen müssen. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist doch in so einem Konzept alles nicht mehr denkbar. Und ich habe mich gefragt, als diese Theologen dieses Plan A-Konzept geschrieben haben und dann zu seinem kurzen Satz über das Schicksal Jesu kommen, ob man sich das alles hier nicht überlegt hat. Es wäre doch nicht mehr möglich gewesen, dass Jesus diese Gleichnisse noch gesprochen hätte von den bösen Weingärtnern, von der königlichen Hochzeit, die dann sich verzögert, wie wir es da in unserem Thema haben. Das hätte doch alles nicht mehr reingepasst. Keine einzige Predigt, die Jesus hier auf Erden gehalten hat, in letzter Konsequenz unter dieser Geschichte, wie es wirklich gegangen ist, hätte in ein Konzept eines Messias, der kommt, wo die ganzen Völker der Erde praktisch mit Sehnsucht auf den Messias gewartet hätten, keine einzige Predigt hätte mehr da hineingepasst, von denen, die Jesus gehalten hat. Jesus hätte dann nicht seine Jünger, seine 70 aussenden müssen, um erst Dämonen auszutreiben. Das ganze Land war von Dämonen besetzt. Und das eigene Volk von Dämonen besessen, das wäre doch alles nicht möglich gewesen. Diese Besessenheit und diese Dämonisierung Israels, wie es stattgefunden hat, und diese Krankheiten, die da waren, die Tausenden von Kranken, die hinter Jesus immer hergegangen sind. Wir haben ja doch das Konzept ganz deutlich studiert in den letzten Stunden, dass ja Gott, wenn Israel treu und gehorsam gewesen wäre, wäre der Garten Eden aus Jerusalem entstanden, aus Israel entstanden. Das heißt, Kanaan wäre das Eden der Erde gewesen, der Garten Eden für den Rest der Völker gewesen. Da hätte es ja gar keine Krankheiten mehr geben. Da hätte es keinen Messias mehr gebraucht, der jetzt noch Krankheiten heilt. Meine lieben Freunde, ich denke, es ist erlaubt und eigentlich sind wir gefordert. Es ist uns ein Appell an unsere Vernunft, wenn wir schon im Alten Testament solche Texte haben und so ein Konzept, solche wunderbaren Verheißungen haben, dass wir dann trotzdem noch ein Konzept uns vorstellen können, wo sich erst recht dann vielleicht Jesaja 53 noch erfüllen sollte, wo der Messias noch verachtet und geschlagen wird und letztendlich schmachvoll ans Kreuz geschlagen wird. Das kann ja nicht mehr sein. Und wenn diese Theologen heute hier wären und man könnte mit ihnen reden und man könnte sie auf diese Dinge aufmerksam machen, und das würde ich mir auch mit dem Theologen heute wünschen, dass wir einmal so zusammensitzen und uns dieses Konzept auf diese Art und Weise durchdenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch einer bei der Idee bleiben würde, dass das Kreuz dann in diesem Zusammenhang, in einem solchen historischen Zusammenhang, noch unbedingt sein hätte müssen, wenn wir genau wissen, dass dieses Kreuz stattgefunden hat, weil Jesus von den Menschen gehasst und getötet und letztendlich verworfen wurde. Und ich denke, es ist... Man könnte darüber noch viel sagen, aber ich denke, es ist vielleicht für heute einmal an diesem Punkt genug, darüber gesagt zu haben, dass man sich hier wirklich Gedanken machen sollte, wie man hier dieses Konzept aufbaut. Und da komme ich jetzt nochmal zurück zu dem, was Johnson hier sagt. Das ist jetzt für mich aus dieser Blickrichtung aus und für jeden, der das jetzt mit Vernunft und mit Bedachtheit liest, dieses ganze Plan A-Konzept, für den muss es ja jetzt wirklich wie ein Schock sein. Vielleicht hat Dr. Johnson noch gar nicht an diesen Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht, denn das Sterben Jesu hat er hier nicht angesprochen, dieses Konzept, das da angesprochen worden ist. Aber natürlich, und die meisten von euch, die jetzt zuhören, werden ja wissen, dass unsere Theologen heute
Und die Theologen damals, das habe ich inzwischen auch herausgefunden, ich habe mich ja natürlich interessiert, was haben sich denn diese Leute damals, diese Theologen, die das geschrieben haben in den 50er Jahren, darüber gedacht? Haben sie wirklich gedacht, dass Jesus unter diesen Umständen, dass die ganze Welt den Messias mit Sehnsucht erwartet, noch an eine Kreuzigung Jesu gedacht haben? Und da bin ich ja inzwischen drauf gekommen, dass sie das ja wohl nicht mehr gedacht haben. Dass da damals verschiedenste Modelle da waren, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie dann der Tod Jesu ausgesehen hätte. Und eines dieser Konzepte war ja dann, dass man auf die Idee kam, und das kam aus dieser damaligen Zeit schon, dass da Theologen den Gedanken geäußert haben und dieses Konzept auch besprochen haben, und das ist bis heute ein Thema geblieben, wie ihr wisst, dass man gesagt hat, in dem Fall wäre der Messias nicht aus Hass ans Kreuz geschlagen worden, sondern in diesem Fall wäre der Messias am Altar in Jerusalem auf einen Tempel von einem hohen Priester eingeladen worden, dort auf diesen Altar zu kommen, dass er dort von dem hohen Priester oder einem Priester im Glauben an Gott und in Annahme des Messias, ja, im Vertrauen an den Messias, im Glauben, in einer tiefen Frömmigkeit praktisch, dass dieser Priester den Messias dann zu schlachten gehabt hätte und ihn dann Gott auf diesem Altar so opfert, wie im Alten Testament die Lämmer auf dem Altar geopfert worden sind. Oder andere meinen, das wäre das Bild von Abraham und Isaak, so wie der Abraham seinen Isaak geopfert hat, so hätte dann Gott praktisch durch den Priester seinen Sohn opfern lassen auf diesem Altar. Und das ist ja bis heute ein Konzept. Ich bin in den letzten Jahren also sehr intensiv mit dieser Idee konfrontiert worden, gegen die ich mich mit Vehemenz wehre. Und ich kann mir nur wünschen, dass die Leute, die von mir erwarten, dass ich das so glaube, dass sie mir auch die Chance geben, meine Argumente dagegen zu bringen, meine biblischen Argumente dagegen zu bringen, warum ich das nicht glaube, dass das so zu sehen ist, dass das eine Alternative war, sondern dass uns das prophetische Wort im Alten Testament eine komplett andere Alternative aufzeigt, wie dann dieses Reich Gottes zur Errichtung gekommen wäre, wenn Israel tatsächlich seinen Messias angenommen hätte. Ich werde das nächste Mal, die Zeit ist jetzt schon abgelaufen, ich hätte euch gerne einen interessanten Artikel vorgelesen aus diesem Buch. Büchlein, ich habe euch das letzte Mal gezeigt, Entschuldigung, ja, durch seinen Tod erlöst. Ja, dieses Heftel, weiß nicht, ob ihr das inzwischen schon euch bestellt habt, von Felix Brosch und Anneliese Hecht. Ja, ein Büchlein, das ihr unbedingt euch anschaffen sollt. Und ihr werdet in diesem Büchlein auf Seite 11, wer dieses Büchlein hat, ich habe das letzte Mal schon, oder habe ich schon aus diesem Büchlein zitiert, habe ich darauf aufmerksam gemacht. Und auf der Seite 11 habe ich hier eine sehr interessante Darstellung, wie ein Katholik, ein katholischer Kapuzinerpater im 16. Jahrhundert schon die Frage beantwortet hat, was wäre gewesen, wenn die Juden in Frömmigkeit den Messias angenommen hätten. Und ich war mehr als erstaunt, jetzt zu hören, und ich habe jetzt hier ein Dokument in der Hand aus dem 16. Jahrhundert, das ist aus der Zeit der Reformation, also 1559 bis 1690, 19 hat dieser Mann gelebt, und der hat hier in einer Karfreitagpredigt eine höchst interessante Was wäre wenn Alternative für den Tod Jesu dargestellt. Ich hätte es mir nie vorgestellt, dass sowas jemals in der Geschichte des Christentums in Vergangenheit schon so dargestellt worden ist. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Büchlein habt, das nächste Mal werde ich das vorlesen und werden wir uns mit diesem Konzept beschäftigen, weil das passt jetzt so hinein in dieses ganze Konzept, das wir da haben und das uns wirklich herausfordert, uns richtige Gedanken zu machen.
Das zeigt einfach, in welche Verirrung das Christentum gekommen ist, weil man sich keine Gedanken gemacht hat über ein echtes Plan A und Plan B Konzepte, einen echten ursprünglichen Plan Gottes, wie er in der Vergangenheit dargestellt worden ist und wie er in der Bibel dargestellt worden ist. Also ich möchte euch einladen, nehmt das ernst. Die Dinge, über die wir hier reden, die werden uns in Zukunft sehr intensiv beschäftigen. Und ich glaube, dass wir hier immer mehr Material in die Hand bekommen. Für mich ist das ein Heftel, das kann ich nur sagen, das hat mir der liebe Gott in die Hände gelegt, auch wenn es durch eine liebe Glaubensschwester in Linz war, die durch einen katholischen Bibelkreis auf dieses Heftchen aufmerksam geworden ist. Aber diese Geschichte, die ich da gefunden habe, die ist für mich heute Goldes wert, weil ich weiß, woher gewisse Konzepte, mit denen wir heute selbst in der adventistischen Theologie konfrontiert sind, woher sie wirklich kommen. Gott möge uns helfen, dass er uns weiter mit seinem Geist führt und uns durch das Studium des Wortes weiterhin erleuchtet. Und ich hoffe, liebe Geschwister und liebe Freunde, dass es für euch nachvollziehbar ist, was wir hier miteinander besprechen. Und dass ihr euch auch, ihr solltet diese Zitate, die ich da habe, natürlich auch für euch irgendwo zur Verfügung haben. Wenn es euch interessiert dann und sie noch nicht habt, dann schreibt mich auf alle Fälle an. Ich lege gerne die ganzen Präsentationen, die ich habe und wo diese Zitate drin sind, jedem zur Verfügung, der sie haben möchte. Denn damit solltet ihr auch arbeiten. Es geht ja nicht darum, dass wir das nur für uns behalten und für uns damit etwas Interessantes machen, sondern dass wir das auch in der rechten Weise weitergeben können und auf Fakten hinweisen können, auf die wir uns beziehen, wo wir entweder Wahrheit oder eben Unstimmigkeiten aufzeigen können. Und der liebe Gott, glaube ich, er möchte, dass wir Unstimmigkeiten ausräumen und dass die Wahrheit nicht zu Boden geworfen wird und dass es dem Gegenspieler gelingt, was er tut. Sondern wir haben die Verheißung, dass es zu einer Wiedererrichtung des Heiligtums kommen sollte und auch zu einer Reinigung des Heiligtums, was auch mit Reinigung von Unwahrheiten, von Irrtümern, von Unstimmigkeiten natürlich damit zu tun hat. Ja, gut. Danke für die Hinweise. Ja, wir werden das in dem Sinn auch zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen und hoffe, es war für euch nachvollziehbar und verständlich. Und wir machen das nächste Mal, so Gott will, weiter. Gott segne euch und lasst uns noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Vater im Himmel, hab Dank für diese Zeit, die du uns wieder geschenkt hast, für diese Einsichten, die du uns geben wolltest. Du möchtest uns immer wieder neues Licht vermitteln. Du möchtest unsere Gedanken klarer machen, unsere Konzepte in die richtige Richtung führen. Du möchtest uns helfen, dass wir deinen göttlichen Plan, der durch Jahrtausende schon in Gang war mit dieser Welt, dass wir ihn besser und besser verstehen lernen und dass wir auch dadurch erkennen, was du für unser persönliches Leben, auch für die Zukunft, für einen Plan und für einen Weg hast. Hilf uns, die Wahrheit noch deutlicher zu erkennen und zu verstehen und sie auch recht weiterzugeben. Segne uns in diesem Sinne und sei mit uns allen auch weiterhin in unserem gemeinsamen Nachdenken um Jesu Willen. Amen. Gut, also, ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen und hoffe, dass es euch anspornt, eure Bibel immer wieder neu anzuschauen und auch euch eure eigenen Gedanken zu machen. Gott segne euch und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.